Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Das ist er also, der Peugeot 508 PSE als Limousine. PSE steht hier für Peugeot Sport Engineered. Das ist die potenteste Version aktuell vom 508. Ja, der Peugeot 508, der gehört ins Segment der Mittelklasse. Und wir fahren ihn hier als Limousine. Ich habe ihn euch aber auch schon als Kombi vorgestellt. Kann ich da oben auch mal verlinken, ebenfalls als Plug-in-Hybrid. Drei Mitbewerber hätte ich für dieses Fahrzeug hier. Das wäre einmal der Volvo S60 als T8 Recharge, also auch ein Plug-in-Hybrid. Dann der VW Arteon als E-Hybrid und der Skoda Superb IV. Auch den haben wir euch als Limousine schon gezeigt. Der Peugeot 508 wurde als zweite Produktgeneration im März 2018 in Genf erstmals vorgestellt. Den PSE stellt Peugeot erstmals im Herbst 2020 vor. Das Fahrzeug wird in Mulhouse oder auch in Mühlhausen in Frankreich im Elsass gebaut. Beim Euro-NCAP-Crashtest hat das Fahrzeug im Jahre 2018 alle 5 Sterne bekommen. Peugeot bietet die 508 Limousine zu einem Basislistenpreis von 34.200 Euro an. Unser Fahrzeug ist ein bisschen teurer, ist es aber auch die potenteste Motorisierung und der hat in der Basis, ist es quasi schon ein Vollausstatter und kommt auf einen Basislistenpreis von 66.640 Euro. Auch wenn ich hier gar nichts groß konfiguriert habe, die Konfiguration habe ich mal auf unserer Homepage abgelegt, oben verlinkt oder halt hier auch unten direkt im Videobeschreibungstext. Wenn ihr sagt, Mensch, so ein Fahrzeug, fein, 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 vielleicht kann ich das auch leasen. Der erste Link direkt unter unserem Video bringt euch zu den Leasing-Angeboten von leasingmarkt.de bezüglich des Peugeots 508. Also einfach auf den Link klicken und dann seht ihr schön aufgelistet, welche Leasing-Schnapper leasingmarkt.de in Sachen Peugeot 508 zu bieten habt. Wählt ihr einfach einen Händler eures Vertrauens aus, übermittelt eure Konfiguration. Das ist kostenlos und unverbindlich und ihr bekommt dann ein entsprechendes Angebot. Leasingmarkt.de, der erste Link unter dem Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und auch schön die Glocke anmachen. Unter der Haube des 2021 Peugeot 508 PSE Hybrid 4360 EAT 8 Plug-in Hybrid befindet sich ein Hybrid-Antriebsstrang. Der besteht aus einem 1,6 Liter Reihenvierzylinder Benziner mit einer Leistung von 200 PS und einem maximalen Drehmoment von 300 Newtonmeter, welches bei 3000 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Elektromotor, der sich an der Vorderachse befindet, leistet 81 kW, das sind 110 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmeter. Der zweite Elektromotor, der sich an der Hinterachse befindet, leistet 83 kW, das sind 112 PS und der hat ein maximales Drehmoment von 166 Newtonmeter. Insgesamt haben wir eine Systemleistung von 360 PS oder 285 kW zur Verfügung und ein maximales Systemdrehmoment von 520 Newtonmeter. Geschaltet wird mittels EAT8. Das ist ein elektrifiziertes 8-Stufen-Automatikgetriebe. Der Testwagen hat einen elektrifizierten Allradantrieb, der bis zu einer Geschwindigkeit von 180 km/h funktioniert. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 5,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Batterieelektrisch kann man eine Geschwindigkeit von 140 km/h erreichen. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 1,9 Liter und 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 42 Gramm pro Kilometer. Der Tank fasst 43 Liter super. Die batterieelektrische Reichweite nach WLTP ist mit 42 Kilometern angegeben. Optional kann man den Peugeot 508 auch noch mit einer Diesel- und einer Benzinmotorisierung sowie als leistungsschwächeren Plug-in-Hybrid bestellen. Der PSE, der hat auch seine eigene Ausstattung. Da sieht man hier auch mit den grellgelben Elementen im Kühlergrill oder oben auch auf der Haube. Ja, die Löwenklauen, die sich da in die Kühlerhaube gegraben haben. So zumindest das Marketing.
Jedenfalls, der PSE, den gibt es nur mit dieser Kombination an Ausstattung und Motorisierung. Für die anderen drei Motorisierungen gibt es 4 weitere Ausstattungslinien. Somit ist das die höchste, aber auch die sportlichste Ausstattungslinie, die Peugeot mit dem 508 zur Verfügung stellt. In der Basis hat das Fahrzeug Halogenscheinwerfer. Unser Fahrzeug kommt aber natürlich mit Voll-LED-Scheinwerfern und dynamischen Blinklichtern, die ihr hier in Aktion seht. In der Basis steht der Peugeot 508 auf 16 Zoll Alufelgen. Zu unserem Fahrzeug gehören aber diese geschmiedeten 20 Zöller und auch die Bremsanlage hier mit den herrlich grellgelben Bremssätteln. Auch die zeigt Peugeot Sport Engineered natürlich. Wir haben eine Bodenfreiheit von 13 cm und man bekommt das Fahrzeug, also den PSE, nur in 3 Farben, den normalen Peugeot als Limousine immerhin in 6 Farben. Hier hinten, das ist dann nicht die Tankklappe, sondern hier kann ich das Fahrzeug laden. Der Akku, der fasst 11,8 Kilowattstunden und befindet sich unter der Rücksitzbank, somit keine Einbußen im Kofferraum. Ich kann das Fahrzeug laden einmal an der Haushaltssteckdose. Da brauchen wir 7 Stunden, um das Fahrzeug zu laden. An der Wallbox geht es schon deutlich schneller. Da sind wir dann 4 Stunden unterwegs und dann nimmt das Fahrzeug 3,7 Kilowatt entgegen. Optional kann ich mir aber auch noch ein 7,4 Kilowatt Onboard-Loader ins Fahrzeug konfigurieren und mit dem lade ich dann an einer 22 kW Säule das Fahrzeug in einer Stunde 45 komplett auf. Als Plug-in-Hybrid startet der 508 PSE natürlich batterieelektrisch. Man kann den aber auch durchaus hören, den Motor. Der Alex schneidet euch freundlicherweise mal eine Vorbeifahrt rein, weil dieses Gas geben beim Plug-in-Hybrid immer so ätzend ist eigentlich, ne? Die beiden Auspuffrohre, die ihr hinten seht, die sind übrigens echt. Das sind also wirklich richtige Auspuffrohre. Und ich spiele gerade mit den Lichtern hier, den Rücklichtern rum. Da solltet ihr sehen, das ist alles LED-Technologie. Ja, kurzer Wetter- und Location-Wechsel. Dabei kann ich euch gleich mal zeigen, hier mit der Funkfernbedienung kann ich aus der Ferne auch die Fenster öffnen und schließen, natürlich auch das Auto ver- und entriegeln. Wenn ich den Schlüssel bei mir trage, na, lieber hier, dann kann ich auch einfach in die Türgriffe greifen und das Fahrzeug entriegelt sich. Habt ihr eben gesehen, passiert sowohl bei den hinteren Türen als auch bei den vorderen Türen. Und vorne wie hinten haben wir rahmenlose Scheiben und vorne werden wir zudem noch begrüßt hier mit einer sportlichen Peugeot Sport Engineered Einstiegsleiste. Ja, ein bisschen sportlich darf der Einstieg ja hier durchaus sein. Es geht auch ein Stück weit nach unten. Die Sitzwangen, die sind aber relativ weich, da kann man schön drüber gleiten. Und Einstieg finde ich in Ordnung. Nicht ober ultra bequem, aber in Ordnung. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier vom Peugeot 508 PSE, Peugeot Sport Engineered. Und ich fange sofort an mit dem Materialcheck. Das Material hier oben ist tatsächlich härterer Natur, während das dann weich ist. Hier auch schön mit so einer gelben Kontrastnaht im oberen Bereich. Dann wird das Ganze abgeschlossen, das weiche Material hier durch eine Aluleiste. Da sieht man dann das Ambient Light schimmern. Und hier gibt es eine Holzapplikation. Darunter dann wieder ein weiches Material. Und der Deckel vom Handschuhfach, der besteht aber aus hartem Kunststoff. Einmal in den Fußraum geschwenkt. Da sehen wir dann Fußmatten wieder mit dieser gelben Kontrastnaht. Geht hier bis oben hin, hier eine ganz kleine harte Leiste, also harter Kunststoff. Im oberen Bereich haben wir dann aber auch schon wieder so ein Kunstleder. Die Mitte einmal abgeschwenkt, ein bisschen harter Kunststoff. Das Holz kommt hier hin, dann haben wir hier hochglänzend schwarz eingebettet. Das Infotainment-System, das ist eingebettet hochglänzend schwarz, hier unten auch noch ein bisschen. Hier dann rechts und links das Kunstleder, hatte ich euch gezeigt, und hier auch die Holzapplikation. Der Getränkehalter mit Ambient Light auch hochglänzend schwarz und hier dann wieder Kunstleder, auch wieder mit dieser Mischung gelb oben, grau-weiß unten von der Kontrastnaht.
Die Sitze sind zum Teil mit Alcantara, zum Teil mit Stoff bezogen. An den Sitzwangen innen dann Kunstleder. Und das ist aber sehr angenehm. Jetzt gerade bei den kalten Temperaturen setzt sich rein und es ist überhaupt nicht kalt, das Material. In den Türen oben weiches Material, dann hier wieder Alu und das Ambient Light, darunter die Holzapplikation, die sich dann hier quasi auf einer Höhe weiterführt. Darunter dann Kunstleder, hier wieder mit den Kontrastnähten. Und im unteren Bereich die Türtasche, die besteht auch aus hartem Kunststoff. Die A-Säule ist hingegen mit Stoff bezogen, so auch der Himmel. Und hier kann ich auch leicht reindrücken, gibt also eine leichte Unterschäumung. Den Innenraum kann man, glaube ich, erstmal mit einem Wort zusammenfassen: schwarz. Ne? Wirklich schön schwarz, viel schwarz. Unterschiedliche Materialien. Das mit dem Holz gefällt mir gut und generell finde ich den Materialmix sehr angenehm hier. Dann starte ich das Fahrzeug hier mal mit dem Startknopf. Die beiden Displays erwachen zu Leben und ich möchte euch die ganzen Funktionen zeigen. Erstmal haben wir hier Lüftungsdüsen, die kann ich frei verstellen. Wenn ich den Nippel nach außen schiebe, dann kommt allerdings keine Luft mehr aus der Düse. Es gibt also kein Drehrad, um den Luftstrom zu dosieren. Und nach dem gleichen Prinzip funktionieren dann auch die äußeren Lüftungsdüsen. Auch hier irgendwie schön, dass sie das Ambient Light noch ein Stück fortgeführt haben. Ne? Zwischen den Lüftungsdüsen haben wir einmal den Warnblinkschalter. Gut zu erreichen, schön zentral, wie auch die Zentralverriegelung, die hier mittig ist. Dann gibt es das Display vom Infotainment-System. Hier unten habe ich erstmal Kurzwahltasten. Ich kann natürlich aber auch, wenn ich möchte, hier mich im System selbst bewegen, wobei es keine Home-Taste gibt. Ne? Also ich muss hier schon immer über die Funktionstasten zu den jeweiligen Bereichen springen. Finde ich aber auch voll okay. Ja, das brauche ich nicht zeigen. Wir haben Drehregler für die Lautstärke, das finde ich noch gut. Dann hier unten die Steuerung für die Klimaanlage. Denkt man sich, das sind aber wenig Tasten. Es gibt hier halt eine Taste und über das Display kann ich dann alles entsprechend einstellen. Die dreistufige Sitzheizung macht den Sitz wohlig warm, aber zu keiner Sekunde heiß. Dann haben wir neben dem Startknopf noch den Drive-Mode-Schalter. Kann hier durch die Fahrprogramme Elektrik, Komfort, Hybrid, Sport und Allrad schalten. Dann ist das der Gangweisehebel selber mit dem Parkknopf oben drauf und die elektrische Feststellbremse habe ich hier noch. Das Prinzip von Peugeot ist ja immer kleines Lenkrad, dass man über das Lenkrad dann ins Display gucken kann. Also man muss hier nicht durchgucken. Hier die drei Krallen wieder reingefahren mit dem Gelbton auch. Das Lenkrad generell ist mit Leder bezogen. An den Griffflächen ist es perforiert und auch hier haben wir die gelbe Kontrastnadel. Wir fahren übrigens ein Peugeot, falls man den Löwen nicht so zuordnen kann. Und wie ihr seht, es handelt sich auf jeden Fall um ein Multifunktionslenkrad. Dieses kann ich im Übrigen auch verstellen in der Höhe und in der Tiefe. Das ist hier der komplette Radius, den ich habe. Und naturgemäß, egal wie ich es einstelle, kann ich das Cockpit immer gut ablesen, weil ich ja über das Lenkrad gucke. Und selbst wenn ich das Ganze nach oben stelle, dann wird hier nichts verdeckt, nichts Relevantes. Die Schaltflächen auf der linken Seite, hier Spracherkennung und Lautstärke sind natürlich fürs Infotainment-System und hier kann ich die Ansichten des Bordcomputers bzw. des virtuellen Cockpits verstellen. Und auf der rechten Seite habe ich ebenfalls Schaltflächen fürs Infotainment-System. Ja, jetzt, wenn ich das Lenkrad hier bewege, seht ihr auch die Schaltwippe. Die bewegt sich also nicht mit dem Lenkrad mit, sondern bleibt hier tatsächlich stehen. Dabei ist das auch nochmal ein lustiges Prinzip. Ich drücke halt nicht den ganzen Hebel, sondern nur hier diese Alu-Optik-Klappe, die da dran sitzt. Ich kann das aber gut erreichen vom Lenkrad aus. Ich bin bloß kein Freund von stehenbleibenden Schaltwippen. Ich hätte immer ganz gern, dass die mitlenken. Aber das ist ja Geschmackssache. An der Lenksäule haben wir den Scheibenwischerschalter. Es gibt ja nur einen Scheibenwischer vorne, keinen hinten. Ne? Hier kann ich nichts drehen. Und mit dem Taster kann ich auch nochmal mir hier die Verbräuche im Bordcomputer ansehen. Auf der Gegenseite habe ich natürlich die Möglichkeit zu blinken, Lichthupe zu geben.
geben oder auch Fernlicht anzustellen. Zudem kann ich hier das Licht selbst schalten und die Nebelschlussleuchte noch aktivieren. Und über den Drücker kann ich die Lichtautomatik auch noch an- und ausstellen. Hier unten haben wir zudem dann noch die Steuerung für den adaptiven Tempomaten bzw. den Speedlimiter, je nachdem, wie ich das einstelle. Links neben dem Lenkrad kann ich die Tankklappe öffnen. Wir haben ja einen Plug-in-Hybrid, ne? Zwei Klappen. Dazu den Spurhalteassistent deaktivieren oder das Mitlenken aktivieren, die Alarmanlage ausschalten, und das ist keine Taste, die ich drücken kann. Dann habe ich hier in der Erweiterung der Armlehne die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich sperren. Dazu hier die Spiegelverstellung, und wenn ich dieses Knöpfchen nach hinten ziehe, dann klappen die Spiegel elektrisch an. Ich bin 1,80 Meter groß, der Sitz ist in der tiefsten Position und ich bekomme hier locker eine aufgestellte Faust zwischen meinem Kopf und dem Himmel. Ich habe also ausreichend Kopffreiheit, auch wenn ich meinen Kopf bewege. Das gilt dann sogar, wenn ich hier meine Baseballmütze trage, nein, meine Kappe trage, geht das halt auch entsprechend. Die Mittelarmlehne sieht man auch, die ist ja eh schon zweigeteilt. Da reicht auch tatsächlich der Platz aus, dass man sich die teilen kann, wenn man denn möchte. Ich sitze im Fahrzeug der Mittelklasse. So fühlt es sich auch an. Schön finde ich auch hier den Mitteltunnel, der nach vorne hin halt breiter wird, sodass es mir das Gefühl gibt, mein Bereich, Beifahrerbereich. Und dadurch, dass das alles schwarz gehalten ist, drückt es zwar alles so ein bisschen runter, aber es ist ja auch ein sportliches Auto. Und diesen Effekt habe ich hier schon. Ich fühle mich schon sehr sportlich. Also ich fühle das sportliche Auto. Das ist wie so ein Jugenddeutsch, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also man fühlt sich hier durchaus in einem sportlichen Auto sitzend. Der Blick nach vorne, dadurch, dass wir das Display hier so eingebettet haben mit dem Lenkradkonzept und das andere hier unten drin steht, haben wir ja ein relativ großes Dashboard, was hier so einen freien Blick zulässt. Auch da bekommt das Auto eine gewisse Weite. Das wird hier auch nochmal durch einen kleinen Schwung, ne, verstärkt halt. Aber kleiner Effekt, große Wirkung hier, kann man wirklich so sagen. Ja, hier hat euch der Alex den Sitz nochmal abgeschwenkt. Den Sitz, da hat man erstmal eine manuelle Sitzflächenerweiterung. Des Weiteren habe ich eine Lordose-Stütze, die in alle vier Richtungen funktioniert. Ich kann den Sitz vor und zurückfahren, natürlich vorne kippen und im Ganzen heben und senken. Dazu gibt es eine Lehnenverstellung selbstverständlich auch noch dazu. Und die Kopfstütze, da habe ich einen Knopf an der Seite, kann ich hoch und runter fahren. Das ist jetzt schon ganz ausgefahren. Hier ganz vorne gibt es auch noch ein Knöpfchen. Also erstmal kann ich die Sitzposition auch zweifach abspeichern. Und dann habe ich hier noch ein Knöpfchen, wenn ich das drücke, dann geht es hier im Display weiter. Wir haben nämlich eine Massagefunktion, 1, 2, 3, 4, 5 Programme. Und ich kann mir die Massagewirkung hier in der Stärke auch noch einstellen. Das wollte ich sagen. Dazu kann ich sagen, es ist hier nicht nur irgendwie ein Kissen, was sich hin und her aufbläst, sondern man sieht das hier in der Animation. Unterschiedliche Kugelelemente, so fühlt es sich zumindest an, die hier mein Rücken gerade verwöhnen. Sehr angenehm. Ja, dann schalte ich das Auto mal aus. Dann seht ihr einmal, wie das hier funktioniert. Ne? Die Animationen, mal die Tür auf und zu. Und dann starte ich das Fahrzeug wieder, damit ihr hier seht, die Animation, wie sich das alles aufbaut. Wir haben also ein digitales Cockpit. Ganz außen gibt es erstmal die Tankanzeige. Ich habe gerade frisch getankt. Und auf der anderen Seite außen ist dann die Akkuanzeige. Ich habe den Akku sträflicherweise, muss ich gestehen, vollgefahren. Ja, und dann gibt es so zwei Instrumente, die digitale Geschwindigkeit. Und ich schalte mal auf, also man hat unterschiedliche Möglichkeiten, sich hier Sachen anzeigen zu lassen. Das ist dann tatsächlich die Anzeige mit dem Tachometer. Digitale Geschwindigkeit in der Mitte, und das ist ja so der Powermeter oder der Drehzahlmesserersatz, nenne ich das halt immer. Ne? Unten sieht man auch die Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs und das Fahrprogramm. Wenn ich da durchschalte, stehen dann hier entsprechend andere Sachen. 100 ist das Tempolimit, der adaptive Tempomat ist gerade nicht aktiv, genauso wenig wie der aktive Spurhalteassistent, aber der Nachtsichtassistent, der dann hier die Warnung einblendet, der ist aktiv. Wir sind im Parkprogramm.
Und so sieht das dann aus. Jetzt kann ich hier noch andere Sachen einstellen, Fahrhilfen. Dann geht das so ein bisschen in Richtung Infotainment, Assistenzsysteme, Navigation. Dann haben wir hier die Kartenansicht in der Mitte. Personal, das kann man sich halt dann so nach Gusto einstellen, wie man es halt am liebsten haben möchte. Minimal, das ist ja eigentlich immer meine favorisierte Lösung, alles so reduziert wie möglich zu haben. Energie beim Plug-in-Hybriden vielleicht für die Fahranfänger dann auch interessant. Und dann sind wir wieder im Bereich Anzeigen. Da haben wir gestartet. Im Übrigen hatte ich euch ja schon den Taster gezeigt. So sieht es aus, wenn ich jetzt eine Navigation hier aktiv habe. Und wenn ich den Taster drücke, kann ich mir hier die Verbräuche Strecke 1 und Strecke 2 ins Display kurz holen. Dann mache ich gleich weiter mit dem Rundumblick. Die B-Säule ganz schön breit, ne? Für so ein Coupé, aber man kann auch dran vorbeisehen. Das gilt im Übrigen auch für die A-Säulen, auch die sind nicht zierlich. Da sitzt ihr, B-Säule okay, und an der C-Säule haben wir einen toten Winkel. Am Ende der Scheibe ist das Auto nicht zu Ende und die Sicht nach hinten auch eher begrenzt, bauartbedingt, ne? Den toten Winkel an der C-Säule heben wir durch einen Blick in den Außenspiegel auf, oder können wir zumindest, wenn wir wollen. Die Spiegelfläche für ein Fahrzeug der Mittelklasse fast ein bisschen klein, ist aber in Ordnung. Spiegeldesign auch wenig aufregend, muss aber auch nicht aufregend sein, Hauptsache man sieht was nach hinten. Ich stehe auf rahmenlose Innenspiegel. Bin ich da nicht der Einzige? Ist das für euch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ein Qualitätsmerkmal, rahmenloser Innenspiegel oder normaler Innenspiegel. Ich finde das immer schon deutlich schicker. Ich freue mich immer, wenn ich einen habe. Würde mich mal interessieren, ob ich da alleine bin. Mit einem Blick in den Spiegel erfasse ich zwar die komplette Heckscheibe, sehe aber trotzdem nicht allzu viel. Also für die Autobahn reicht es dann immer, ne? Aber ja, doll ist es halt nicht. Aber dafür haben wir ja die Rückfahrkamera, die jetzt hier so ein bisschen verschmiert ist, weil draußen halt schlechtes Wetter ist. Die Linien bewegen sich hier mit. Dazu haben wir dann noch so eine 180-Grad-Kamera. Alles, was ich erfahre, kann er mir dann auch wieder anzeigen. Ja, gut, so ist es halt, ne? Dazu kann ich auch hier noch so eine 180-Grad-Ansicht machen, Standard-Ansicht oder Zoom-Ansicht. Und wenn man auf irgendwas zufährt, dann schaltet er irgendwann in die Zoom-Ansicht. Die Linien bewegen sich im Übrigen hier mit und zeigen mir an, in welche Richtung ich dann fahre, wenn ich das Lenkrad einschlage. Ja, gut, so weit, so gut. Was fehlt noch? Die Hupe, die sitzt auch hier. Ups, zu früh. Also, so hört sie sich an, die Hupe im Peugeot 508 PSE. Ja, weiter geht's mit den Ablagen. Ich zeige euch hier die ganzen Ablagen und die Komfortfunktion, die ich eben ausgelassen habe. Bei den Ablagen nutze ich immer diese Flaschen, damit ihr schön vergleichen könnt. Die kommen von der Firma Y-Food. Y-Food produziert eine ausgewogene Trinkmahlzeit. Nutri-Score A gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ich habe hier Crazy Coconut und Cold Brew Coffee dabei. Da ist übrigens auch Koffein mit dabei. Und das ist eine halbe Liter Flasche. Das sind 0,33 Liter Flaschen. Ich mache gerne Werbung für Y-Food, weil jede Menge Mineralstoffe und Vitamine mit an Bord sind. Und so eine 500 Milliliter Flasche genau 500 Kalorien hat. Und mich dann 4 Stunden satt macht. Das hat den Vorteil, wenn man jetzt unterwegs ist, ich bin ja oft unterwegs oder am Bilster Berg steht und Hunger hat, dann fährt man sonst irgendwie eher mal in die Pommesbude oder ein Schnellrestaurant, ne, was gar nicht mehr so schnell ist, und knallt sich da irgendwas rein, hat viel mehr Kalorien, du hast überhaupt keinen Überblick und danach ist mir in der Regel immer schlecht. Von daher ist das definitiv die bessere Alternative, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Der Alex blendet jetzt hier einen Bestellcode ein, mit dem spart ihr 10% bei der ersten Bestellung. Ich finde es halt auch super, die Flaschen immer dabei zu haben. Und dann so kann ich euch eine Vergleichbarkeit herstellen, unter anderem hier in den Türtaschen. Hier habe ich den halben Liter reingestellt, der hat noch ein bisschen Platz. Das heißt, da ist auch noch Platz für eine etwas größere Flasche. Ich würde sogar sagen, fast bis zu einer Literflasche. Die kriegt man dann aber allerdings nicht mehr so einfach entnommen wie diese halbe Liter Flasche hier. Und hier im unteren Bereich ist dann noch Platz. Da schiebe ich jetzt die kleine Flasche hin und her. Die
Die Türtasche ist aber nur bis zu diesem Bereich nutzbar. Ja, ein weiterer Bereich befindet sich hier unten, also unterhalb des Mitteltunnels. Das ist einmal ein Fach, da kann ich mein Handy ablegen. Das ist das iPhone 13 Pro Max, also das größte. Mit Schutzhülle passt das da genau in die Aussparung rein und kann dort induktiv geladen werden. Zudem haben wir hier auch noch einen USB-Anschluss auf der linken wie auch auf der rechten Seite. Und mit der linken Seite kann ich dann auch das System verbinden, hier das Infotainment-System. Eine weitere praktische Ablagefläche befindet sich hier unter der Klappe. Da haben wir einmal einen 12-Volt-Anschluss und dann noch ein großes Fach. Das finde ich wirklich praktisch. Und auch hier kann man zum Beispiel ein großes Handy reinwerfen und auch verstecken halt, ne, vor kritischen Blicken. Dazu, der Schlüssel passt natürlich hier auch hervorragend rein. Direkt in der Mitte hier haben wir dann die Getränkehalter, jeweils mit 4 Abstandshaltern und einer rutschfesten Matte am Boden. Ja, die beiden Musterflaschen nehme ich jetzt wieder und stecke sie hier rein. Einmal für mich, ja, die Halterungen sind gleich groß. Manchmal haben die eine unterschiedliche Größe. Der halbe Liter wird hier super gepackt und klappert überhaupt nicht. Und auch die kleine Flasche hat hier sehr guten Halt, das hat man selten, dass im Getränkehalter beide Flaschengrößen so hervorragend hineinpassen. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die Mittelarmlehne zu öffnen. Schauen wir da mal rein. Da gibt es eine Leuchte und einen AUX-In-Anschluss. Dazu noch ein ziemlich tiefes Fach. Wenn ihr jetzt hier mal schaut, die beiden Flaschen kann ich locker reinlegen. Auch übereinander würde das passen. Würden also fast 4 Flaschen, wenn nicht sogar 5 dieser Größe hineinpassen. Natürlich gibt es auch ein Handschuhfach. Auch das ist großzügig. Hier oben gibt es einen Einschub für das Handbuch. Das haben wir allerdings gar nicht. Eine Beleuchtung gibt es auch. Und hier sind dann so ein paar kleine Sachen drin. Wenn ich jetzt die Flaschen nehmen würde, könnte ich die vermutlich auch hier drin verstauen. Krass. In den Sonnenblenden haben wir natürlich einen Make-up-Spiegel, der hier auch richtig schön beleuchtet wird. Die Spiegelfläche mittelgroß. Daneben gibt es einen kleinen Clip. Da kann man Tickets verstauen oder auch die Rettungskarte. Beim Plug-in-Hybrid ja gar nicht verkehrt, der Feuerwehr zu sagen, wo hier die Stromleitungen liegen. Die Sonnenblende kann ich zur Seite drücken, aber nicht nach hinten ausziehen, sodass hier die Sonne von der Seite aus noch einfallen kann. Auf Haltegriffe hat man übrigens im ganzen Auto verzichtet. In der Dachkonsole haben wir Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Da schimmert dann auch so ein bisschen Ambient Light noch raus während der Fahrt. Und in die mittlere LED schaltet sich dazu, wenn man die Tür öffnet. Hier im oberen Bereich noch ein SOS-Knopf und der Peugeot Service-Knopf. Ja, festhalten kann man auf jeden Fall, dass man jede Menge Platz hat hier im Peugeot. Also nicht nur sitzenderweise, sondern auch an Staumöglichkeiten. Wenn auch die Türtaschen, unser Einstieg hier, eher beschränkt sind vom Platzvolumen, dieses Fach, das kann man schon machen. Und je weiter man hier so rumgeht, wird es besser. Super, 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 super viel Platz auch, ne? Finde ich gut. Ja, jetzt möchte ich euch noch einmal kurz und knackig das Infotainment-System präsentieren. Das heißt, ich gehe rudimentär auf die wichtigsten Funktionen einmal ein. Ja, wie gesagt, wir haben hier Tasten, mit denen ich die Hauptfunktionen aktivieren kann. Das ist in dem Fall jetzt der Punkt Medien. Hier kann ich wählen zwischen Radio, Bluetooth, USB, iPod und AUX-In. Das hatten wir eben schon. Ich springe mal in den Bereich Radio. Hier haben wir die Möglichkeit, zwischen den Bändern zu springen. DAB und FM sind im Angebot. Und das sind hier schon die Speicherplätze. Hat schon jemand Radio Bob eingespeichert? Sehr gut. Die Frequenzen kann ich mir natürlich auch anzeigen. Macht bei DAB nicht ganz so viel Sinn und ich habe auch eine Liste. Ich wähle trotzdem mal Radio Bob aus und hier kann ich jetzt das auch noch mal abspeichern, wenn ich sage, ich möchte es mehrfach halt haben, kann ich ja gar nicht oft genug haben, in dem Ding halt, ne? Ja. Schwuppdiwupp ist das eigentlich schon hauptsächlich und umfassend erklärt. Optionen gibt es natürlich auch noch, unter anderem Audioeinstellungen. Da haben wir einen 3-stufigen Equalizer, eine Loudness-Funktion, und es gibt auch noch fertige Klangprofile, die man hier nutzen kann. Dazu natürlich auch noch ein Fader. Subwoofer und Center Speaker kann man auch noch mal gesondert einstellen.
Töne, Sprache und so weiter. Die ganzen Einstellungen kann man auch noch vornehmen. Und wenn ich nicht Radio hören will, wähle ich halt eins der anderen Medien. Das hatte ich euch schon einmal gezeigt hier, die Klimasteuerung. Dann haben wir hier das Auto, einmal Fahrhilfen, die ich einstellen kann, einmal Fahrzeugeinstellungen, die ich vornehmen kann. Telefonieren könnte ich, wenn ein Telefon verbunden wäre. Apple CarPlay, Android Auto gibt es auch, kabelgebunden allerdings nur. Und dann gibt es noch den Bereich Elektro. Da kann ich mir einmal den Stromfluss angucken, Statistiken abrufen, die Ladung steuern und den E-Safe-Modus aktivieren. Das heißt, wenn ich den auf On schalte, dann lade ich den Akku beim Fahren. Macht man ja heute eigentlich gar nicht mehr. Ne? Früher fand man es lustig. Für mich ist es halt ganz gut. Ich bin gestern erst nach Hause gekommen. Da bin ich dann auf der Autobahn, habe ich die letzten Kilometer geladen, damit ich heute beim Fahreindruck ein bisschen Strom habe. Gibt es die Einstellung 10, 20 Kilometer oder vollgeladen halt. Ja, dann haben wir natürlich noch hier die Navigation, da kann ich suchen, unter anderem die Wertherstraße mit der Hausnummer, wo haben wir Nummern hier, 42, wieder zurück auf Buchstaben, Leertaste in Bielefeld, da war es aber schon. Jawohl, und dann muss ich hier unten mit OK bestätigen, ja, dann berechnet er hier lustig. Und sagt mir, 10.35 Uhr wäre ich da, 14 Kilometer sind es, 2 Kilometer stehe ich im Stau. Ja, macht man gut in Bielefeld hier. Ne? Ich kann umschalten zwischen 2D, 2D Nord, 3D und 3D, 2D mit wie weit komme ich elektrisch. Ne? Dann sagt er mir hier so den Radius ein. Ich entscheide mich aber für 3D. Baustellen werden hier auch noch entsprechend mir kredenzt. Und wenn ich jetzt sagen will, nee, lass mal, ich will da gar nicht hin, dann ist hier der Knopf Zielführung beenden. Haben hier auch eine Spracherkennungstaste. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Fahre mich zur Adresse, Wertherstraße 42, Bielefeld. Wohin möchten Sie navigieren? Bitte nennen Sie eine Zeile. Zeile 1. Route zu Wertherstraße 42, Bielefeld wird berechnet. Ja, und dann geht das alles wieder seinen Gang. Dazu habe ich hier einmal die Möglichkeit, über die Zahlen halt die Temperatureinstellung vorzunehmen. Ich habe hier die Möglichkeit, noch weitere Optionen einzustellen und ich komme auch immer zu den Einstellungen. Unter anderem kann ich Profile aktivieren. Und es gibt im Übrigen auch zwei Themen. Ich finde Kryptonit schöner, weil das halt zu dem Gelb hier passt. Es gibt aber auch noch Dishrock. Achso, das muss ich auch mal mit OK bestätigen. Und dann, tada, wird alles blau. Ja, nö. Ja, mit dieser Einstellung hier fahre ich ganz gut. In der Grundeinstellung ist mir das System ein bisschen zu flach, aber wenn man da so ein bisschen rumtwiegt, dann hat das Auto eine schöne Bühne, eine ordentliche Differenzierung zwischen Höhen und Mitten und der Bass könnte für mich noch ein bisschen knackiger, ein bisschen druckvoller sein, aber das Focal Premium Sound System ist schon sehr ordentlich. Ich finde es schön, dass man es so einstellen kann. Schauen wir mal, ob die Coupé-artige Form mich hier hindert, mit meinen 1,80 Meter hinten bequem zu sitzen. Das zeige ich euch und auch die Ausstattung auf der Rücksitzbank. Ja, beim Einsteigen muss ich auf jeden Fall den Kopf ein wenig einziehen. Ja, und so sieht es aus, wenn ich hier hinten sitze. Ich nehme mal meine Mütze ab, dann könnt ihr das besser sehen. Die Kopfstützen kann man nur so ein Dütt rausfahren. Und wenn ich mich hier anlehne, stoße ich mit meinem Kopf schon an den Himmel. Also ich muss dann schon mal so ein bisschen vorgebeugt sitzen, damit ich mir hier den Kopf nicht stoße. Wobei das natürlich hier feinst schön gepolstert ist. Wenn ich die Mütze aufsetze, wird es aber natürlich nicht besser, sondern eher schlechter. Und wenn ich dann hier meinen Kopf zur Seite drehe, bleibe ich mit dem Schirm da auch hängen. Das passiert mir nicht, wenn ich die Mütze nicht trage. Vielleicht sollte ich die gerade mal eben
für die Moderation ablassen. Ja, die Füße, der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 Meter groß und ich fahre den Sitz ja immer ganz runter. Bekomme ich nur bis zum Spann unter den Fahrersitz, habe aber hier ausreichend Platz. Der Fahrersitz übrigens nicht wirklich hart verschallt, aber so ein bisschen. Also selbst wenn ich jetzt hier so sitzen würde, dann bohre ich dem Fahrer meine Knie nicht gleich in den Rücken. Ja, und was ich schön finde, auch hier hinten, die äußeren Sitze haben Alcantara in der Sitzfläche, die mir so ein bisschen Seitenhalt halt gibt. Schauen wir uns hier hinten mal die Türtaschen an. Da passt die kleine Flasche, also die 0,332 hinein, die große Flasche aber nicht. Also einen halben Liter kann ich nicht in der Tür verstauen. Elektrische Fenster hier haben wir. Die verfügen auch über eine Automatikfunktion. Man sieht auch hier ganz schön, dass die Fenster getönt sind, versenken sich aber nicht vollständig, was ich ein bisschen schade finde, weil die Fensterhöhe hier eh nicht besonders viel hergibt. Und da wäre es eigentlich ganz schön, wenn die sich auch wenigstens vollständig versenken lassen würden. Gibt eine Automatikfunktion und somit auch einen Einklemmschutz. Hier im oberen Bereich habe ich einmal einen Kleiderhaken, den ich ausziehen kann. Und eine Leseleuchte, die gleichzeitig Einstiegsbeleuchtung ist. Ja, hier hinter den Vordersitzen gibt es dann auch noch ein Gepäcknetz. Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. DIN A4 passt hier nur hochkant rein, nicht quer. In der Mitte haben wir dann zwei Luftausströme. Und wenn ich die auch nach außen drücke, hier die Hebelchen, dann kommt keine Luft mehr aus der Düse. Und im unteren Bereich, das was da so schön leuchtet, das sind zwei USB-Anschlüsse. Wir haben eine Mittelarmlehne und da noch eine weitere Klappe. Das ist also die Durchlade für Skier oder sonstige Gegenstände, die man durchladen möchte. Und in der Mittelarmlehne finden wir zwei Getränkehalter. Den halben Liter muss ich hier ganz schön reinquetschen. Und die kleine Flasche kippelt sofort wieder raus, weil das Ding nicht besonders tief ist und auch keine Abstandshalter hat. Also eher nur für größere Behältnisse gedacht oder man muss die halt während der Fahrt festhalten. Die Mittelarmlehne, die kann man natürlich auch als solche nutzen. Dann ist sie auch breit genug, wenn ich hier nur mit zwei Personen sitze. Wenn ich den dritten Sitzplatz hier in der Mitte auch noch nutzen möchte, gibt es hier so einen ganz kleinen Kaderntunnel, über den ich rüber rutschen muss. Ich sitze hier noch ein Stückchen höher, also habe auch hier schon keine Kopffreiheit mehr. Wirklich auch das Rückenteil ist ein bisschen härter und ich komme mit meinen Oberschenkeln schon an die Alcantara-Fläche hin. Da bin ich aber hier auch drüber, wenn ich sitze. Also drei Personen meiner Leibesfülle hier hinten, das macht wenig Sinn. Die Gurt hier hinten sind ein bisschen länger, als sie sein müssten. Somit kann man Kindersitze und Babyschalen bequem einschnallen. Und die Türöffnung, die ist aber relativ klein. Gerade wenn man größere Kindersitze hat, könnte das ein bisschen anstrengend werden. Die Fensterheber, die verfügen über einen Einklemmschutz, der auch sofort greift. Das gleiche gilt auch für die elektrische Heckklappe. Die Isofix-Halterungen, die verbergen sich hier hinter Reißverschlüssen, die man wieder zuziehen kann, wenn man es nicht benötigt. Die Gurtpeitschen sind so halbstarr. Ne? Muss man gucken, findige Kinder können sich hier auch selbstständig anschnallen. Auf dem Beifahrersitz finden wir Isofix-Halterungen, das ist positiv. Und den Beifahrer-Airbag kann ich deaktivieren, indem ich den Schlüsselbart aus dem Funkschlüssel nehme und hier einmal überschließe. Um den Kofferraum zu öffnen, habe ich einen Schalter im Innenraum und hier auch auf dem Schlüssel. Des Weiteren unter dem Peugeot gibt es auch einen Taster. Den drücke ich mal und dann fährt die Kofferraumklappe hier elektrisch auf. Die Höhe habe ich eben gerade einprogrammiert. Das funktioniert also. Das ist die volle Höhe. Und gibt es einen Einklemmschutz? Ich sage ja. In den Kofferraum vom 2021 Peugeot 508 PSE als Limousine passen 487 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank erhält man ein Ladevolumen von 1537 Litern. Ja, gerne präsentiere ich euch auch den Kofferraum. Es gibt hier eine Ladekante. So hoch ist sie denn. Und hier haben wir erstmal die Tasche von Peugeot mitbekommen. Mit
den beiden Kabeln, Typ-2-Kabel und Ladeziegel. Oh, das ist schon ein ganz schöner Kavemsmann und nimmt auch Teil des Kofferraums ein, wenn man es mitnimmt. Den Kofferraum kann ich öffnen, die Klappe kann ich öffnen, ein Stück weit zumindest. Und dann haben wir hier das Tire-Kit, ein bisschen Bordwerkzeug und dies, das, Ananas. Ne? Radschrauben sind das, glaube ich, und das First-Aid-Kit. Weiter haben wir Zurösen, einmal hier an der Seite und im vorderen Bereich. Auf der linken Seite gibt es hier auch noch eine 12-Volt-Steckdose. Der Focal Subwoofer, der ist hier auf der rechten Seite dann. Hier oben haben wir einen Taschenhaken. Und ja, das war es aber auch schon an Ausstattung hier hinten. Der Sichtschutz ist zweigeteilt. Das kleine Stückchen kann man hier einfach nach oben schlagen. Das ist die Sichtseite mit Stoff bezogen. Hier sieht man aber, dass es Presspappe ist. Das zweite Teil befindet sich hier an der Kofferraumklappe direkt und muss dann hier irgendwie aufwendiger ausgehakt werden. Darum schenke ich mir das. Hier habt ihr dann noch das Warndreieck. Das ist verstaut in der Heckklappe, sehr positiv. Und dann hier noch ein Knopf, um die Klappe zu schließen. Es gibt auch eine Kofferraumbeleuchtung. Die ist hier unter zu finden, auf beiden Seiten im Übrigen. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich mit meinen 1,80 Meter gerade mal eben so an die Entriegelung der Sitze. Stoß aber ehrlich gesagt dann auch schon an den Stoßfänger und das Ganze schnellt dann nach vorne. Und habe ich eine ebene Ladefläche bekommen? Nicht ganz, sondern das steigt dann natürlich nach vorne hin an. Bei umgeklappter Rücksitzbank kann ich hier ganz bequem mein 28 Zoll Rennrad in den Kofferraum laden, ohne dass ich eins der Laufräder entfernen muss. Wenn ich die Rücksitzbank nutzen möchte, kann ich trotzdem mein Rennrad mitnehmen, muss dann aber die beiden Laufräder eben ausbauen. 415 Kilogramm darf ich zuladen, davon 80 Kilogramm aufs Dach schnallen. Des Weiteren gibt es eine Anhängerkupplung, die hat eine Stützlast von 70 Kilogramm. Mit der darf ich Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 1260 Kilogramm. Wisst ihr Bescheid? Wenn der Anhänger gebremst ist, ist er nicht gebremst, dann reduziert sich das Zuggewicht auf 745 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Feindruck hier mit dem Peugeot 508 PSE. Peugeot Sports Engineered. Ich wiederhole das gerne, auch wenn es mir die Zunge bricht. Ich bin in Bielefeld unterwegs und wende jetzt hier auch auf der Kraxer Straße. Die Lenkunterstützung der Servolenkung sehr angenehm. Ich finde es sowieso ganz angenehm. Mit dem kleinen Lenkrad lenkt es sich sehr gut. Der Wendekreis des Fahrzeugs liegt bei 10,8 Meter. Einmal am Volant gedreht, 1,5 Lenkradumdrehungen, das sind 3 Lenkradumdrehungen, aber ein kleines Lenkrad halt, ja, was soll ich sagen. Wir haben unterschiedliche Fahrprogramme, elektrisch fahre ich gerade, weil der Akku schön voll ist, dann gibt es Komfort, das ist dann auch Hybridmodus, Hybrid, das Beste aus den beiden Welten, Sport, alle Motoren am Rumfahren. Und Four-Wheel Drive kann ich auch noch anfordern. Das heißt, ich fahre mit Allradantrieb. Wir haben hier 3 Motoren. Ein 1,6 Liter Verbrenner mit 200 PS und dann vorne wie hinten jeweils ein Elektromotor. Vorne 81 kW, hinten 83 kW. Ne? Ja, genau so ist es. Also 110 und 112 PS, wobei der hinten deutlich weniger Drehmoment hat als der vorne. Durch die beiden Elektromotoren haben wir einen Allradantrieb, das ist also ein elektrifizierter Allradantrieb und der funktioniert allerdings nur bei Geschwindigkeiten bis 180 km/h. Dann schaltet sich, glaube ich, der hintere Elektromotor ab. Gut, jetzt habe ich das Fahrzeug auf Sport gestellt, um jetzt hier den Sprint zu vollziehen. Es sind 4 Grad, es ist nass, also suboptimale Bedingungen. Trotzdem mache ich das natürlich alles hier für euch, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Und weil der Wert sich auch gut liest, von 0 auf 100, hier 70 Schild, kann man kaum erkennen, soweit ist das noch weg, geht es in 5,2 Sekunden, das ist schon ganz ordentlich. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h, rein elektrisch kann man bis zu 140 km/h schnell fahren.
Jetzt hier in der Unterführung solltet ihr sehen, einmal trotz grün eingestelltem Thema habe ich blaues Ambient Light und die Schalter sind alle weiß hintergrundbeleuchtet. Den Sportmodus kann ich wieder rauskicken und ich gehe jetzt nochmal bewusst in den Electric Mode. Also das ist hier quasi, ich bestimme, dass das Fahrzeug elektrisch fahren soll. Übrigens, mir wird angezeigt, auch bei vollgeladenem Akku eine Reichweite von 32 Kilometern. Eigentlich sollte er mindestens 42 kommen. Da ist wohl immer eingerechnet, wie man so gefahren ist. Und ja, ich bin nicht besonders effizient gefahren. Gut, aber ich wollte nur mal sehen, Batterie elektrisch, wenn ich hier durchtrete, kommt sofort der Verbrenner mit rein und er springt in den Hybridmodus. Ich habe also kein zwingendes elektrisches Fahrprogramm, sondern muss dann auch wirklich aufpassen, wie das mit meinem Gasfuß hier läuft, beziehungsweise Fahrfuß, ne? Ist ja Fahrpedal jetzt. Wir haben auch zwei Fahrmodi, wenn man so möchte. Einmal Drive, da bin ich jetzt drin. Ich kann den Hebel nochmal nach hinten ziehen und dann bin ich im Brake-Modus. Da rekuperiert er halt stärker. Jetzt nochmal, ne? Ich 50 gehe Fuß vom Gas. Ihr seht es vielleicht, hier ist ein bisschen Charge nur und ich roll quasi aus. Und wenn ich das jetzt in Brake-Modus schalte, rekuperiert er stärker und bremst auch entsprechend runter. One-Pedal-Driving kommt aber nicht zustande, sondern ich krieche dann weiter bei geringer Geschwindigkeit. Ja, das Lenkrad ist auf den ersten Kilometern doch immer etwas gewöhnungsbedürftig, auch die Anordnung. Aber schon so nach den ersten 50 Kilometern weiß ich das zu schätzen. Sowohl das Lenkrad vom Design her, als auch die Möglichkeit, hier das Cockpit einfach abzulesen. Und so nach der ersten Fahrt dachte ich noch, die war recht kurz. Mensch, kein Head-Up-Display, ne? Willst ja schon haben bei so einem sportlichen Auto. Ja. Aber dadurch, dass die Zahl da eh so groß steht und so weit oben ist, fällt das jetzt auch gar nicht so negativ auf. So, ich habe nochmal ins Komfortprogramm geschaltet. Muss jetzt mal sehen, dass ich hier Geschwindigkeit drauf kriege, denn hier kommen schon die beiden Dehnfugen. Muss sie eben einmal anhalten. Setze jetzt auch mal den Tempomaten auf 55, um die weitere Buckelpiste hier noch mit euch mitzunehmen in der normalen Geschwindigkeit, wie ich sie eigentlich immer fahre. Ich höre das Fahrwerk. Gerade hier bei diesen Wellen mit Schlaglochcharakter. Er nimmt aber doch eine ganze Menge weg in Komfort und in Sport verhärtet sich das Fahrwerk ein bisschen. Es ist also adaptiv, das Fahrwerk, aber jetzt auch nicht so brachial. Somit kann ich für mich feststellen, dass der Peugeot PSE als sportliche Limousine doch noch so ein bisschen französischen Komfort mitbringt, auch wenn sie das sportlich abgestimmt haben. Aber ich kann nicht sagen, dass ich den zu rau finde. Ja, man spürt schon die Unebenheiten, aber gerade in den Sitzen kommt gar nichts an und die sind auch wirklich mega bequem, auch auf der Langstrecke. Der Wagen ist auch vorne wie hinten mit Scheibenbremsen ausgestattet, gerade vorne ja auch hübsch dekoriert in dem Gelb, 380er Scheiben, vier Kolben greifen da rein. Das Fahrzeug hat also genug Kraft, um hier ordentlich verzögern zu können. Wobei im ersten Schritt, wenn ich bremse, das sieht man ja hier immer in diesem Powermeter, bremst natürlich der oder die Elektromotoren. Je nachdem, das könnte ich euch hier vielleicht auch nochmal mit dem Stromfluss zeigen. Natürlich jetzt nicht an der Ampel stehend. Ja, und irgendwann setzen dann erst die richtigen Bremsen ein. Wann das passiert, kann ich euch nicht sagen, weil ich spüre es nicht. Ich kann euch sagen, dass die Bremse hier auch einen schönen Druckpunkt hat. Die lässt sich auch fein dosieren, hat aber wie gesagt auch keine Probleme mit dem Gewicht des Fahrzeugs. Ich schalte jetzt tatsächlich nochmal in den Sportmodus, denn es geht auf die Autobahn. Werde jetzt hier nicht so richtig runterkacheln, muss aber auch gar nicht sein. Das reicht ja hier mal ein bisschen sportlich, denn ich weiß auch so, dass ich euch sagen kann, dass die Sitze eine schöne Seitenführung haben. Nicht nur an den Lehnen, sondern auch tatsächlich an der Sitzfläche. Ja, auch im Sportprogramm gibt es kein Drehzahlmesser. Also ich habe tatsächlich hier nur den Effizienzmesser. Ich habe den Tempomat jetzt mal auf 100 km/h gestellt, mich überholt ein Fahrzeug.
Das höre ich, aber es kommt mir schon ein bisschen gedämmt vor. Es ist ein ruhiges Fahren bei 100. Ist angenehm, ich höre auch keine Windgeräusche. Auch bei 120 ändert sich hier nichts groß an der Lautstärke. Es ist immer noch ein schönes, ruhiges Fahren. Ja, bei 140 setzen dann so langsam die Windgeräusche ein, aber auch sehr zögerlich das Gesamtgeräusch im Fahrzeug. Das wird allerdings ein bisschen lauter. Sei es nun der Motor, den ich zwar nicht als solchen höre, aber ich merke, dass der am Arbeiten ist, wie auch die Abgerollgeräusche. Ja, und selbst bei 160 finde ich die Windgeräusche verschwindend gering, aber wieder das Gesamtgeräuschniveau, das steigt schon an. Ich heb jetzt meine Stimme leicht, könnte mir aber noch vorstellen, mich bei der Geschwindigkeit auch dauerhaft zu unterhalten. Ja, erst bei 180 wird es dann so, das wäre mir auf Dauer zu laut, um mich hier zu unterhalten. Aber wenn ich hier alleine fahre, ist das immer noch eine gute Reisegeschwindigkeit, jetzt auf die Lautstärke bezogen. Der Wagen ist mit einem WLTP-Verbrauch von 1,9 Litern in Verbindung mit einem Stromverbrauch von 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern angegeben. Ich bin die ersten 800 Kilometer mit dem Fahrzeug so gefahren, dass ich quasi pro 200 Kilometer einmal geladen habe. Und da war ich auf einem Durchschnittsverbrauch von 6,2 Litern. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus. Nach 1600 Kilometern bin ich jetzt bei 8,1 Litern. Die letzten 800 Kilometer habe ich nämlich nicht einmal Strom nachgefasst, sondern bin nur gefahren und habe sogar einmal den Akku sträflicherweise aufgeladen. Also 6 Liter sind möglich, 8 Liter, wenn man wenig lädt und wenn man die ganze Zeit auf der Autobahn Vollgas fährt, dann geht es auch in den Bereich 9 Liter vermutlich rein. Das muss man halt sehen, ne? Je nach Fahrweise. So, jetzt hier eine Runde im Doppelkreisel, aber ich fahre den nicht wirklich durch, weil das Wetter das eh nicht so wirklich unterstützt und zulässt. Ich kann euch noch sagen, die Lenkung auch schön präzise und sportlich zu fahren. Das Anbremsen klappt auch gut. Die 8-Gang-Automatik im Übrigen auch problemlos. Und der Wagen schiebt auch kein bisschen. Das ist alles nett. Also der fährt sich wirklich gut. Und auch wenn man ein bisschen sportlicher fahren möchte, PSE halt, ne, dann macht das Auto das sehr ordentlich mit. Wobei ich finde nach wie vor, das ist kein Sportwagen im Sinne von richtig sportlich, sondern eher so ein GT. Da gibt es ja eine enge Ausstattungslinie sogar bei Peugeot beim 508 für. Aber für mich ist es wirklich so ein Grand Turismo. Man kann sportlich schnell weite Strecken zurücklegen. Was sage ich generell zum Peugeot 508 PSE? Eine Systemleistung von 360 PS, ein Trockengewicht von 1,9 Tonnen. Kommen wir auf eine Systemleistung, Quatsch, auf ein Leistungsgewicht von 5,3 Kilogramm pro PS. 5 Kilogramm sportliches Auto, 10 Kilogramm Familienkutsche. Da ist er also gut aufgestellt. Mir kommt der gar nicht so sportlich vor. Das merkt man halt wirklich erst, wenn man das Gas durchdrückt. Ich bin ihn aber sehr gern gefahren. Und auch diese Verknüpfung von dem Hybridantriebsstrang, also Elektromotoren und Verbrenner, die hat mir gut gefallen. In der Stadt elektrisch unterwegs, aber ich kann halt lange Strecken auch zur Not mal so fahren. Ich kann den Verbrauch durch das Elektrische wirklich runterdrücken und das boostet mich dann auch noch, verschafft mir einen Allradvorteil. Das ist schon ganz nett. Muss man in Relation natürlich zum Kaufpreis sehen, aber ich finde, rein vom Fahren ist der sehr angenehm. Wohl aber, und das möchte ich nochmal unterstreichen, nicht als sportlicher Wagen, sondern eher so als GT. Ja, kommen wir zu den Assistenzsystemen. Ich habe den Tempomaten mal auf 130 km/h gesetzt. Der Laster fährt selbstverständlich deutlich langsamer und somit werde ich jetzt runtergebremst. Wenn ich den Blinker setze, dann fängt das Auto an, wieder loszubeschleunigen. Ich muss also nicht erst den Radarschatten verlassen des Vorgängers, sondern es reicht schon das Blinken und das leichte Rausziehen, damit das Fahrzeug wieder Fahrt aufnimmt. Wir haben auch einen Totwinkelwarner.
der mich hier warnt mit einem leuchtenden Punkt in der Scheibe. Der warnt mich aber tatsächlich erst, wenn sich die Fahrzeugschnauze schon quasi auf Höhe meiner B-Säule befindet. Das rührt daher, dass sie dafür die Parksensoren nutzen, die Ultraschalltechnik, und die kann halt nicht so weit nach hinten gucken. Das ist so ein bisschen suboptimal, finde ich aber auch noch in Ordnung. Wir haben im Übrigen eine Verkehrszeichenerkennung, die mir die Tempolimits, die ich gesehen habe, auch angezeigt hat. Und das auch im Dunkeln hat das ganz gut funktioniert, hat für mich also geklappt. Die arbeitet aber nicht mit dem adaptiven Tempomaten zusammen. Ja, im Übrigen haben wir auch einen Spurhalteassistenten. Ich habe jetzt mal hier ins Fahrhilfenmenü gezeigt. Da habt ihr eben schon gesehen, die Linie wurde orange. Eine orange, eine grün, beide grün, sind beide grüne, hat er beide Linien erkannt, rechts und links. Und wenn eine orange wird, dann überfahre ich die oder streife ich die. Können wir das jetzt nochmal zeigen? Ich fahre mal bewusst gegen die Linie und er sorgt dafür, dass ich nicht über die Linie rüberfahre. Ich pendel da aber jetzt immer wieder gegen. Wenn ich den Tempomaten hingegen setze, dann hat er auch die beiden Linien erkannt. Und wenn ich jetzt mal Richtung Mittellinie lenke, dann sorgt er eigentlich dafür, dass ich wieder in die Mitte der Spur gezogen werde und da auch bleibe. Also ich habe eine konsequente, permanente Lenkunterstützung. Wenn ich hingegen das zu harsch mache hier, dann fährt er entsprechend auch über die Linien rüber, weil er denkt, ich überstimme ihn hier. Da muss man also vorsichtig sein, aber es ist ja eh nur ein Assistenzsystem. Ja, alle vier Assistenzsysteme, die ich mir immer wünsche im Fahrzeug, sind hier beim Peugeot 508 PSE mit an Bord. Gerade den Totwinkelwarner würde ich mir wünschen, dass da Peugeot oder PSA alsbald eine bessere Lösung aufwartet oder mit einer besseren Lösung kommt. Die anderen Systeme funktionieren aber gut. Ja, Kinder, das war's doch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung hier zum Peugeot 508 PSE. Und ich bin sehr angetan. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Feedback zu einem Auto bekommen, positiver Natur. Alle so, boah, was ist denn das? Boah, sieht der aus? Boah, wie schnell fährt der denn? Solche Fragen bekommt man hier. Und ich glaube, das ist auch mit der Farbkombination hier schön in schwarz-schwarz sportlich gehalten. Mit den gelben Elementen, das haben sie schon ganz schön gemacht. Mir hat der 508 schon immer sehr gut gefallen. Ich finde, das ist wirklich einer der schöneren Vertreter der Mittelklasse. Und somit schönes sportliches Auto, wobei die Sportlichkeit beim Fahren bei mir nicht ganz so durchkommt. Also zumindest drängt sich das bei mir nicht so auf. Ich finde es ein hervorragender GT, ne? So ein Gran Turismo, mit dem willst du lange Strecken fahren, weil er wirklich bequem ist, weil es Spaß macht, der hat immer noch die Leistungsreserve und du hast gute Laune beim Fahren, das ist schon ordentlich, aber so richtig sportlich, letzte Rille, das drängt sich mir zumindest nicht so auf, das Gefühl. Ja. Ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen sagt. Gefällt er euch? Ne? Würdet ihr ihn nehmen zu dem Preis? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr das Video, wenn euch das gefallen hat. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.